In diesem Video zeige ich, wie man Kratzer am Auto mit einem Lackstift selber ausbessern kann. Bei mir sehen die fremdverschuldeten Kratzer im Lack wie hier gezeigt aus. Die eigene Reparatur bzw. das Ausbessern mit dem Lackstift ist vom Ergebnis nicht vergleichbar mit einer professionellen Lackierung. Aber manchmal kann es Gründe geben, warum die professionelle Lackierung sich nicht lohnt oder nicht in Frage kommt. Für die Do-it-yourself-Reparatur sollten wir die betroffene Stelle zunächst gründlich reinigen, beispielsweise mit warmem Wasser. Danach entweder an der Luft trocknen lassen oder mit einem sauberen Tuch abtrocknen. Bevor wir mit dem Lackstift arbeiten, bietet es sich an, die Kratzer zunächst mit etwas Politur zu behandeln. Oberflächliche Kratzer, die sich nur im Bereich des Klarlacks befinden, lassen sich so meistens bereits beseitigen. Für tiefere Kratzer bleibt dann später der Lackstift übrig. Wenn wir mit der Spitze vom Fingernagel vorsichtig über den Lack fahren und an dem Kratzer hängen bleiben, dann ist der Kratzer zu tief und gründliches Polieren wird wahrscheinlich nicht helfen. Die Polierpaste können wir auf einem Polierschwamm auftragen und anschließend die Kratzer am Lack mit kreisenden Bewegungen bearbeiten. Dabei nicht zu viel Druck ausüben. Die Politur wirkt wie ein sehr feines Schleifpapier und entfernt die Kratzer dadurch, dass sie etwas vom Lack abträgt. Beim Polieren ist Geduld gefragt. Dieser Schritt ist nicht innerhalb von einer Minute erledigt. Stück für Stück vorarbeiten. Die Polierpaste trocknet schnell. Wenn alles gründlich poliert ist, sollten wir die restliche Politur am Ende mit einem weichen, sauberen Mikrofasertuch aufnehmen. Auch zwischendurch, während der Politur, können wir das bereits hin und wieder machen, um den Fortschritt besser kontrollieren zu können. Im nächsten Schritt kommt der Lackstift zum Einsatz. Für ein möglichst gutes Ergebnis ist es wichtig, dass die Farbe exakt zum Autolack passt. Dafür muss zunächst der richtige Farbcode ermittelt werden. Je nach Autohersteller kann sich das Typenschild an unterschiedlicher Stelle befinden. Bei diesem Toyota finden wir es beispielsweise im hinteren Türrahmen auf der Beifahrerseite. Neben der Abkürzung CTR befindet sich der dreistellige Farbcode, hier 211. Mit dem Farbcode kann der passende Lackstift im Fachhandel besorgt werden. Der Untergrund sollte staub- und fettfrei sein, bevor der Lack aufgetragen wird. Idealerweise reinigen wir die Stelle dazu mit Silikonentferner. Wenn kein Silikonentferner vorhanden ist, sollte mindestens Glasreiniger verwendet werden. Dann wird der Lackstift 2 Minuten lang kräftig geschüttelt, bevor er einsatzbereit ist. Mit dem integrierten Pinsel können wir nun etwas Lack auf die betroffenen Stellen auftragen. Häufig sind die Kratzer jedoch viel kleiner und dünner als der Pinsel. In dem Fall richtet man mit dem Pinsel mehr Schaden als Nutzen an. Hier können wir beispielsweise mit einem Zahnstocher ein besseres Ergebnis erzielen. Den Zahnstocher in die Flasche führen und anschließend die Farbe vom Zahnstocher dünn auf den Kratzer auftragen. Den Vorgang gegebenenfalls wiederholen und alle Schadstellen Stück für Stück ausbessern. Bei größeren Stellen kann der Pinsel vom Lackstift gegebenenfalls auch verwendet werden. Dabei den Pinsel zunächst am Flaschenrand etwas abstreifen, sodass nicht zu viel Lack aufgetragen wird. Der neue Lack sollte im jeden Fall nur dort aufgetragen werden, wo er fehlt. Den Schaden nicht größer machen, als er ist. So sieht es bei mir nun aus, nachdem ich alle Kratzer mit dem Lackstift ausgebessert habe. Es fehlt noch der Klarlack. Metallic-Lackierungen, wie hier bei mir der Fall, werden noch mit einem Klarlack überzogen. Der Basislack ist nach etwa 20 Minuten so weit trocken, dass der Klarlackstift verwendet werden kann. Mit höchstens 1 oder 2 Pinselstrichen sollten wir den Klarlack auf die zuvor ausgebesserten Kratzer aufbringen. Dabei mit dem Pinsel nicht streichen, sondern besser tupfen. Nicht zu viel Klarlack verwenden, er ist recht dickflüssig. Am Ende sieht es bei mir jetzt so aus. Wie zu erwarten, ist die Ausbesserung bei genauer Betrachtung noch zu erkennen. Es sieht für mein Empfinden aber besser aus als vorher. Hier nochmal der direkte Vergleich zu vorher. Wenn der Klarlack vollständig getrocknet ist, kann gegebenenfalls nochmal vorsichtig poliert werden. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.